So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Magic, meine Damen und Herren. Heute haben wir was ganz Besonderes am Start, und zwar den Florentin Will. Bist du was ganz Besonderes, oder? Wir machen einen Best of Five. Und wir sind schon kurz davor, starten durch. Und ich denke, wähle mein erstes Deck. Der Florentin hat das wahrscheinlich auch schon gemacht und klicke auf Spielen. Ja, so, ich mute mich und ich mache natürlich den Stream aus. So. Live, go, go. Okay, ja. Alles klar. So, Stream aus. Zack. So. Achso, ich muss noch einmal gucken, meine Kamera. Alles gut. So, wenn ich da hingucke, schummel ich. Ihr wisst es. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. So. Ja, wir spielen mit dem ersten Deck. Und es ist ein ganz cooles Deck. Ich behalte diese Starthand. Das ist schön. Und wir fangen an mit dem sagenumwobenen Durchgang. Und ich beende meinen Zug. Oh, shit. Den Marker wollte ich gar nicht. So. Ich habe ein bisschen gefragt. Ich habe ein bisschen gefragt, was für Decks wir spielen, ob er jetzt so Esper Control spielt oder nicht. Das sieht sehr nach Aggro aus. Das finde ich natürlich nicht gut, Mono Red Aggro. Aber ich glaube, ich bin ganz gut darauf vorbereitet. Und zwar werde ich mir jetzt erstmal einen schönen Sumpf raussuchen. Und dann machen wir erstmal seine Hand ein bisschen kaputt. Ah, nee, das ist besser. Oh, der kommt getappt ins Spiel. Das ist natürlich schwierig. Ja, kann ich nichts machen. Aber ich mache Hellsicht. Hab dann mein viertes Mana. Was mir nicht so viel... Ich bräuchte eher Board Clear gerade. Der aber auch 4 Mana kostet. Nee, einer kostet 3. 2 schwarze. Darauf spekuliere ich jetzt, wenn er jetzt Mono Red spielt. Wobei... Nee, Safety First. Ich behalte das. Wenn ich jetzt keinen Mana ziehe, bin ich im Ass. Kann ich gleich das Spiel beenden. Okay. Also, ihr habt es ja gerade gehört. Anfängliche technische Schwierigkeiten. Also das... Will der mich verarschen? Na gut. Na gut. Wie bremse ich ihn jetzt am effektivsten aus? Wahrscheinlich, wenn ich Feen der Wünsche einfach spiele. Ich könnte ihm auch eine Kreatur opfern lassen. Dann brauche ich was mit Eile. Ist eigentlich nicht worth, um seinen Lebkuchen-Heini da... Er kann ihn nur blockbar machen, okay. Gedankenauslöschung wäre nice, einfach um zu wissen, was er hat. So oder so kommt das hier getappt. Hey, ich lasse erstmal die erste Welle kommen und dann mache ich Gedankenauslöschung auf seine krassen Viecher. Auf seine krassen Karten. Irgendwie so stelle ich mir es gerade vor. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Damage verhindern. Und da ist er ein ganz guter Blocker. Feen der Wünsche. Ja, ich spiele auf Feuer der Innovation. Wenn das draußen ist, kann ich alles spielen, ohne Mana zu kosten. Ohne Mana zu bezahlen. Wenn ich diese Mana überhaupt auf dem Board habe. Sprich, wenn ich 4 Mana habe, kann ich. Kann ich Sachen machen. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Machen wir so. Aha. Aha. Ja, da kommt der auf jeden Fall weg, denke ich. Okay, er hat zweimal Schock. Den wird er jetzt machen und durchrennen. Okay, und ich bereite meinen nächsten Zug vor. Ich greife nicht an. Wobei, er schockt den wahrscheinlich eh weg. Aber es wäre krass. Würde die beiden Schocks verwenden, um... Den muss er ja gar nicht. Der wird ja gebufft, ne? Wenn ich Schaden krieg. Scheiße. Hoppala, ich darf auch meinen Kaffee hier nicht vergessen. Die hat er gezogen! Kann ich aber gleich opfern lassen. Das ist cool. Ich krieg jetzt nur einmal richtig hart aufs Maul. Mhm. Also, dass er hier Mono-Red-Aggro als erstes pickt, hätte ich... Ich weiß noch nicht viel über Florentin. Aber das hätte ich nicht erwartet. So, du bist dran. Dann mache ich den jetzt. Dann hole ich mir... Ist eigentlich egal, oder?
Ich lasse mir mal extra viel Zeit, weil gegen sowas, da muss man... ich hole mir noch ein blaues, denke ich. Oder noch ein schwarzes. Noch ein schwarzes, weil ich, falls ich jetzt... Ja, wobei... Ja, komm. Kommt ungetappt. Er knallt mir jetzt voll einen rein. Das ist so eklig. Kann ich blocken lassen und ihn dann auf die Hand bringen? Ich glaube schon. Das ist mein Plan. So. Das mache ich. Blocken. Und jetzt aktiviere ich seine Fähigkeit. Ich bin mir jetzt so unsicher. Nach Blockern anhalten. Nee. Okay. Ich muss jetzt die Fähigkeit aktivieren. Dann wird geblockt. Aber er kommt auf meine Hand zurück. Ich hoffe, ich bete zu Gott, das funktioniert, weil wenn nicht, bin ich einfach tot. Ist das das... Ich war noch nie in der Situation mit Feen der Wünsche, deswegen. Normalerweise ist es so, wenn man eine Kreatur hat, die man opfern kann, die hat einen Opfereffekt, dann geht das. Ich glaube, das sollte auch gehen. Aber werfe ich überhaupt zwei Handkarten ab? Ich brauche gleich Mass Removal, sonst habe ich eh verloren. Ich mach das nicht. Tja, es sieht nicht gut aus, Leute. Also, er macht mir 2 Schaden, weil 2 Kreaturen angreifen werden. Dadurch kriegt er hier 6 Angriff, dann hat er 7. Dann sind wir bei 9, 10, 14. Das mache ich weg, das ist kein Problem. Aber der Drops ist gelutscht. Also, ich muss auf jeden Fall das machen. Aber, also, das, Florentin, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ist, guck mal, ich ziehe auch nur Mana. Die Nummer ist leider durch. Erstes Match geht an Florentin. Ist das jetzt Disrespect? Ist das jetzt Disrespect, dass er ihn unblockbar macht? Das ist Disrespect. Alles klar. Okay. Schönes Spiel, GG. Du spielst also Mono-Red-Aggro, ja? Als erstes. Also du denkst so, Mono-Red-Aggro, das ist nice. Und das spiele ich jetzt einfach mal, um schön entspannt dieses Valentins-Match zu eröffnen, oder? Du, ich will noch eine Ansage machen. Gerne. Ich habe aber auch recht gut gezogen, würde ich sagen. Also ich hatte ich konnte in jedem Zug was Gutes machen, aber ja, das ist mein 1+1+1+1+1-Deck. Okay, ja, GG. GG? Eine Frage hätte ich noch. Nee, 2 Fragen. Einmal, ich habe so ein leichtes Echo, dagegen kann man aber wahrscheinlich nichts machen, oder? Ist okay? Ich höre kein Echo, aber ich... Ja, ich bei dir, ich höre mich so ganz leicht selber, aber... Das ist dein schlechtes Gewissen vielleicht, dass du solche miesen Karten hast. Okay, zweite Frage. Das mit dem Lebkuchen am Ende, als du ihn so unblockbar gemacht hast und dann noch einen überflüssigen Schock und so gespielt hast, war das Disrespect? Nee. Okay. Ich wusste nicht, ob du nicht vielleicht... Du, ich will so einen Sieg sicher nach Hause holen. Ja. Wenn ich einen Lebkuchen habe, dann ist der auch schnell unterwegs. Ach so, falls ich... Ja, na gut, okay. Gut, dann gehen wir jetzt... Also kein Disrespect am Valentinstag. Was nee. Du, ich bin? Gut, so. Ach, Quatsch. Ich möchte noch mal eine kurze... etwas zitieren. Ja? Womit ich dir keinen Vorwurf machen will. Nein.
So, Mittwoch, 8.51 Uhr, ja, da waren wir schon wach. Mhm. Schrieb ich an Florentin Will, spielst du Esper Control? Da muss ich das Duell leider absagen. Was ich damit meine ist, es gibt gerade eine gewisse, ne? Es gibt gewisse Arten von Decks, die sind einfach nicht, ne? Also, sind nicht so nice. Mhm. Und Florentin Will hat geantwortet, haha, Komma, ich spiele selbstgebaute Decks aus Karten, die ich cool finde. Keine Angst, du brauchst mit keinen fiesen Decks zu rechnen. So, das einfach, nee, das lass ich jetzt einfach so stehen. Nee, wer von uns beiden hat es die mir, ich werf dir Karten ab Deck gespielt, eigentlich du oder ich? Ich. Ah, okay. Wer von uns schreibt, dass er nur Decks baut aus Karten, die er cool findet und dann Mono Red Aggro spielt? Ich oder nein, du? Sorry, ganz kurz. Lebkuchen ist cool. Und ich in dem Deck würde sogar eine andere Karte, die man für ein rotes Mana unblockbar machen kann, mehr Sinn ergeben. Aber ich habe trotzdem den Lebkuchen drin, weil ich den Lebkuchen cool finde. Ich finde schön, dass das erste Match war vom Best of Five. Und wir schon so, okay, ich bin jetzt nur ein bisschen ratlos, was ich dagegen spiele. Weil ich bin ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet, dass man hier so mit Mono Red Aggro um die Ecke kommt. Aber Lebkuchen ist cool, ich verstehe. Du, ich habe den schnellsten Lebkuchen der Welt. Ja. Spiel irgendwas Schnelles, du brauchst was mit Eile. Ja. Okay, ich glaube, ich spiele Rankle trocken. Kennst du das? Nee. Gut. Dann klicke ich jetzt aufs Schwert und gehe ins Game. Ich bin ready. Also ich muss dasselbe Deck jetzt wieder spielen, ne? Aber genau, ja. Genau. Okay. Alles klar. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Ich hab das falsche Deck. Ich hab das falsche Deck. Ich hab das gleiche nochmal. Aber es ist ein cooler Start. Damit bumse ich ihn. Okay. Okay, okay, okay. Warum hab ich das... Na gut. Ich hab das gleiche Deck nochmal. Ja, der Lebkuchenmann an sich ist jetzt nicht so schlimm. Ja, aber ich bin jetzt hier mal... Jetzt bin ich dran. So, wir bauen schwarz. Okay, dann spiele ich nächste Runde wahrscheinlich Geheul der Schlachtstätte. Okay. Wie war es noch bis Ende nächsten Zuges, ne? Gut. Ich spiele jetzt Planeswalker, damit ich mehr Card Draw habe, damit ich mehr Board Clear bekomme. Weil das setze ich nicht gegen eine Kreatur ein. Das mache ich nicht. So, das sieht doch gut aus. Ich nehme aber das. Oder? Ich habe sehr viel. Ich nehme ihn. Okay. Ich hab tatsächlich das falsche Deck gespielt. Ich wollte Mono Schwarz spielen mit Rankle. Das ist auch sehr aggro. Und hat am Anfang gute Board Control. Okay, das ist so frech. Ah, ich krieg 3 Schaden. Die geht da jetzt alle auf den Planeswalker, wenn er dumm ist. Geil. So spielt man Mono Red Aggro. So. Okay. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich krieg jetzt nochmal 2 aufs Maul. Das ist fein. Und ab jetzt rollt die Engine, wenn ihr versteht. So. Ich darf jetzt nur nicht mehr allzu viel kassieren. Aber werde ich nicht, glaube ich. Das ist cool. Ich kann jetzt nächsten Zug Nicol Bola spielen und Geheul der Schlachtstätte. Ich kann super gut reagieren. Okay, das ist cool. Das ist cool.
Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, ja, ich muss den Zwerg wegballern. Ich muss den Zwerg wegballern. Aber dann... Ja. Geh nicht anders, ne? Geh nicht anders. Geht nicht anders. Und da mache ich jetzt eropfert eine Kreatur. Ja. Ein Spieler opfert eine Kreatur. Ist der auch weg? Ja, und jetzt schockt er den wahrscheinlich tot. Aber ich habe noch einen, das weiß er nicht. Ich will, dass er jetzt wirklich blutet. Ich muss das... Aha, okay. So, ein bisschen Disrespect. Ne, Füchschen, Alter? Ja, das war klar, das ist okay. So, er hat jetzt noch zwei Handkarten. Eine nehme ich ihm gleich. Das ist cool. Hat das Ding Eile? Ne, okay. So, was für Mana brauche ich? Ich würde sagen, er hat nichts, um die Verzauberung platt zu machen. Aber ich sag trotzdem schwarz. Aus Sicherheitsgründen. Dann könnte ich Nicol Bolas im schlimmsten Falle auch so spielen. So. Also, Nicol. Machen wir nochmal ein Hallo. Ja, ich brauche Card Draw. Ich brauche Card Draw. Oh, oh. So, wir haben 5, 6 Mana. Geil, er haut ein Land weg. Ja, das ist schlau. So, wir haben 6 Mana. Und für 6 Mana, ich brauche Leben. Leben ist alles, weil ab jetzt baue ich Kontrolle auf. Ich habe genug Mana und er kann die Verzauberung nicht wegmachen. Sprich, sowas hier, das kostet aber 7 Mana. Das könnte ich noch machen. 2x X. Ist jetzt ein bisschen schwierig, tatsächlich. Bisschen spekulieren, dass ich noch Mana ziehe. Ich nehme ihn. Rubin. Okay, das war's. Dann ist er dran. Problem ist, ich kann jetzt schon tot sein. Das ist so dumm. Ja, ich bin... Es war greedy, den Phönix nicht wegzumachen. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ja. Gut. Hallo. Hey. Hey, Team. Schönes, na? Schönes Spiel. Ja, schönes Spiel. Cool. War ein bisschen unglücklich. Da konntest du nicht mit rechnen, dass ich 2 Schocks auf der Hand hatte. Ich habe alle 4 ja. Schocks gezogen. Ja, es war ein bisschen greedy von mir, den Phönix nicht wegzumachen, aber ich dachte mir, das überlebe ich. Ich habe tatsächlich aus Versehen dasselbe Deck nochmal gespielt gehabt. Oh. Aber passiert. Okay, kein Ding. Wir können auch ein. Nein. Passiert. Ach so, weil hier hatte ich es ausgewählt und wenn ich jetzt auf die Schwerter klicke, habe ich das alte ausgewählt. Ah, okay. Gut. Okay, ja, ich bin direkt ready. Okay. Gut. Ja, ich hoffe, dass... Ja. Ah, wobei. Ich muss nochmal 2 Minuten meine Taktik überdenken. Ey, kannst du gerne machen. Wir können ein kleines bisschen Werbung machen. Ja. Du überdenkst es. Und ja. Ich kann auch das Deck wechseln von mir aus. Ne? Nein. Ist cool. Okay, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Okay. Und sofort wieder zurück. Ja. Mit Spiel Nummer 3. Okay.
So, also Florentin ist ein ganz ekliger, der Mono Red spielt und das verkauft als, das sind Karten, die ich gerne habe, gerne mag. Okay, gut, es gibt immer Weirdos, die solche Karten mögen, aber was spiele ich dagegen? Ich hätte nie gedacht, dass er Esper Control oder Mono Red spielt. Das sind für mich gerade in der aktuellen Meta die größten Sünden. Gut, Mono Red Aggro eh immer, in jeder Meta. Das Rankle Deck, da ist so ein bisschen das Problem. Es ist auch aggro. Aber hier, gerade mit dem Bein, kann ich am Anfang viel verhindern. Ich kann hiermit viel verhindern. Ist halt auch aggro. Ich weiß, wie da meine Chancen stehen. Ich habe jetzt hier nur Esper Hero. Das wäre eklig. Das ist fast so schlimm wie Esper Control. Also das ist so eine Stufe drunter. Aber ich glaube, wenn er mit einem Deck dagegen Chance hat, dann mit dem, was er da gerade spielt. Ich hätte hier noch einen Simic. Das hat ein paar Blocker. Und das kann auch Leben pumpen. Das kann auch Leben machen. Ich nehme, glaube ich, das. Ja, dann habe ich jetzt 6, 10 potenzielle Blocker. Okay, ich nehme das. Ich glaube, das ist gut. I hope so. Boah, scheiße. Warte mal, aber er darf... Was mache ich denn dann gegen seinen Phoenix, Alter? Weil ich habe da keinen... Für den Phoenix. Der hier hat Reichweite, aber wird trotzdem umgeboxt vom Phoenix. Gegen den Phoenix habe ich reingehauen. Also, ich kann auch keine Verzauberung plätten. Ne? Wenn er da seine Verzauberung spielt, dass ich immer einen Schaden kriege, wenn ich für eine Kreatur die angreift. Ich kann ja jetzt auch kein Deck umbauen. Wir haben ja gesagt, wir kommen mit 3 Decks. Übrigens, das wäre ein 4. Das ginge gar nicht. Ich dürfte das gar nicht spielen. Ich habe gesagt, ich komme mit den 3. Habe ich jetzt so gar nicht gesagt, aber nur für... Quatsch. Dino Historic doch nicht. Die beiden und Rankle. Mit den 3 komme ich. Ja, mit welchen... Ich glaube, ich habe mit Rankle am besten Chancen. Tatsächlich. Weil... Einfach aus dem Grund... Ich kann am Anfang seine kleinen Bitches umhauen. Hiermit könnte ich... auch viel umhauen. Und gegen den Phoenix hätte ich so eine Sachen wie, ne, die mörderische Reiterin oder halt ihn hier oder Rankle. Das geht schon. Ich komm, man muss noch ein bisschen believen. Rankle trocken. So, ich bin ready. Falls du da bist. Okay, anscheinend spielen die gerade noch Werbung. Ist cool, dann quatschen wir noch ein bisschen. Ja, Rankle, habe ich jetzt das Richtige? Ich darf das nicht verkacken. Ich gehe auf, ne, weil hier hatte ich es, aber als ich auf Play gedrückt habe, war da noch das alte Deck. Deswegen, es ist jetzt schon Matchball, es ist Best of 5, er hat 2 Spiele gewonnen. Ich lese mal ein bisschen. Achso, cool, er ist wieder da, warte. So, hallo. Hallo, da bist du wieder, okay. Ich bin wieder da, ja. So, freut mich. Ja. Wir können dieses Mal auch das Mikrofon offen halten, dann können wir miteinander reden während dem Spiel. Gerne, ich habe auch kein Echo mehr, das ist cool. Okay, super, perfekt. Hast du dein Deck ausgewählt? Ich habe mein Deck ausgewählt, beruhigt habe ich mich noch nicht, aber ich habe meinen Kaffee. Ja, ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch extra, man könnte jetzt ja auch ein Deck noch schnell modifizieren oder anpassen oder so, aber... Ich bin jetzt hier mit 3 Decks gekommen, die alle nicht so gut sind gegen Mono Red Aggro, aber ist cool. Ich habe jetzt diesmal ein anderes Deck und ich glaube, mit ein bisschen Card Draw Glück bin ich dabei. Okay, cool. Freut mich. Können wir Max ein bisschen lauter machen bitte oder das Spiel leise? Das Spiel einfach aus am besten. Ich muss das Spiel so gar nicht hören, das ist kein Problem. So. Perfekt. Gut. Okay. Ich habe meine, ich sag mal so. Will nicht, dass du Flashbacks bekommst, aber ich habe wieder meine Lieblingskarte dabei.
Das ist schön. Diesmal gar nicht so schlimm, weil ich habe ihn hier. Oh, okay. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich was anderes gespielt, bin ich ehrlich. Okay, ne, ist doch fair. Ist doch fair. Gut. Weil ich meine, der ist tatsächlich einer meiner absoluten Hasskarten, dieser Ritter. Aber er hat halt keine Eile und ich bin fast as fuck. Verstehe ich. Mach trotzdem Schaden. Guck mal, wir machen das mal so. Und guck mal, was du machst. Nee, finde ich geil. Cool, das ist perfekt, weil dann kommt jetzt der Zahnarzt. So. Oh nein. Okay. Oh, du mit deinen scheiß Kartenabwerfkarten, ey, sorry. Du brauchst ja gar nicht die moralische Heilkraft. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Du hast sowas von easy gewonnen. Stell dich nicht so an. Meine Güte. Oh, Entschuldigung. So, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist schlimm. Soll ich dir die Karten erklären? Nee, ich kenne die. Ich muss jetzt nur ein bisschen... Ja, er ist halt die größte... Also, wenn ich eins hasse, dann Chandras Feuerspucker, bin ich ehrlich. Kann ich verstehen. Und da muss man natürlich auch was Passendes für auf der Hand haben. War eben im Match tatsächlich greedy. Ich hätte ihn auch mit Nicol Bolas wegmachen können, aber dann dachte ich mir... Ach, komm. Ich hab's mir auch gedacht, aber man kann natürlich nicht wissen, was der andere spielt, ne? Ja, jetzt weiß ich's ja, ich kenne ja deine Hand. Tja. Und sonst? Ah, ja, den hasse ich auch. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Du, komplett mono-schwarz, oder was? Ja. Was ist jetzt hier? Ja. Ach, guck mal, aber das wäre eigentlich worth für mich. Komm. So. Okay. Ist die Frage, das hebe ich mir doch lieber auf? Ja. Gut, da weiß ich nicht. Spiel dauert noch eine ganze Weile. Du hast noch ganz viel Zeit. Ja, da brauchst du noch Mana. Du kommst jetzt erstmal mit kleinen Scheiß. Du kommst mit ganz viel kleinen Scheiß. Das ist die Idee, ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich... Also, ich habe jetzt eine gute Lösung, aber dann ziehst du 100 pro wieder Chandra. Du wirst sie ziehen und dann habe ich keine Antwort. Ich habe doch gar keinen Mana für Chandra. Ja, ist auch wahr, aber ich habe nur eine Antwort im Deck und die habe ich auf der Hand und die könnte ich jetzt verkacken. Aber ich glaube, diese Karte... Na komm, wir machen das... Ah! Mach's mal, komm! Heute ist Valentinstag, Mensch! Gönn dir mal was! Guck mal, zwei Schaden würde ich eh kriegen. Deswegen ist egal. Ja, ist egal. Ist egal. So, du bist. Okay. Ja, was werde ich groß machen? Ja. Ballern. Ja. Dafür bin ich hier, dafür bin ich heute Morgen aufgestanden. Davor haben sie dich eingeflogen. Ja. So. Ist das eigentlich eine normale Uhrzeit für dich? Oh. So 11 Uhr? Oh, Sekunde. Tatsächlich ist 9 Uhr normal für mich. Okay. So, jetzt muss ich meine... guck mal. Jetzt hat er was gezogen. Jetzt hat er was, einen großen Fisch an. Das ist natürlich, das könnte dich natürlich... Boah. Das ist natürlich... Ja, komm. Weil du es bist. Komm, mach's. Haus raus. Ränkeltrocken. Ui. Ui, das ist natürlich spannend. So. Ich bin aggressiv gestimmt. Es wird schwierig, ne? Ja, ich kenn's eigentlich nicht, dass ich Schaden krieg. Ist eigentlich eine ungewohnte Situation für mich, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Machen wir so. Jeder Spieler wirft eine Karte. Und jeder Spieler opfert eine Kreatur. Oh! Du, ich brauch meine Lebkuchen. Okay, du bist ja wirklich ein Mann von... Okay. Du liebst die wirklich. Ja. Ich bin ein Mann des Genusses. Ja. Das Ding ist ja, du kannst ja auch unblockbar und so einen Käse machen. Na klar, der ist schnell.
So. So, dann wirft ihr deine Karte ab. Das heißt, du wirst sie spielen wahrscheinlich. Oh. Cool. Mhm, dann kommt der aus dem Friedhof und du bist dran. Nice. Gut. Braucht man hier gar nicht sagen. Haha. Ja, es ist nicht ganz so leicht. Da hast du mit deinem Kartenabwerfen natürlich diesmal die richtigen getroffen. Ja, der Phönix ist einfach so eine üble... Das ist eklig. Okay. Aber ich habe immer noch zwei sehr schnelle Lebkuchen. Ja, die sind flink. Ich erinnere mich an, als die Edition rauskam. In Drafts waren die auch sehr beliebt. Okay. Ja, ich bin so. Mental noch im letzten Jahr. Ja, so. Okay. Aber es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ein Lebkuchen muss jetzt weg. Ja, mal, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, jetzt brauche ich einen guten Zug. Ja. Jetzt brauche ich einen dieser Hand-of-Blood-Züge. Ach so. Ach so, nicht die Florentin-Will-Züge von letzten Matches. Ja, das ist natürlich... Da bin ich jetzt ein bisschen erleichtert, bin ich ehrlich. Nee, ist kein Problem. Völlig in Ordnung. Ja. Als Führender ist das auch nicht so ein Problem. Okay. Er macht das Comeback. Er macht das Comeback. Aber es war tatsächlich risky, dieses Deck zu nehmen, weil es ist halt auch aggro. Und es ist auch so ein bisschen... Ich verliere auch selber Lebenspunkte, wenn ich Sachen spiele. Ja, ja. Naja. Gut. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Okay. Ein Deck, das ich gestern Abend, gestern Nacht gebaut habe. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Okay, soll ich jetzt was Ekliges spielen oder eher so die mittlere Schiene? Du kannst spielen, was du möchtest. Okay. Dann. Nee, musst du nicht beim selben Deck bleiben eigentlich? Ach so, er stimmt. Oh lol, das hätte ich in meiner Strategie. Ja gut, du hast recht. Oh ja, lol, das heißt, ich habe jetzt einen Matchball. Nee, nur noch mit diesem Deck. Ja, du hast Matchball, aber ich kann nur noch dieses Deck spielen in diesem Best of Five. Weil wenn ich verliere, hast du gewonnen. Oh, das stimmt, ja. Oh, das stimmt. Das heißt, mein drittes Deck kommt gar nicht. Na gut. Krass. Und cool. Dieses Regelwerk, insane. Ja, ich bin direkt ready. Bin ich ehrlich. Ich bin auch ready, aber... Cool. Okay, alles klar. So, es ist ein ganz frisches Deck. Das heißt, deine Zuschauer kennen es auch noch nicht, ja? Nee, das hat tatsächlich... on-stream habe ich das noch nicht gespielt. Mhm. Wir gucken mal, wie es läuft. Ich hoffe, es kann performen hier. Na, wir schauen mal, wie es läuft. Wir schauen mal. Es ist natürlich wieder rot, das ist klar. Ja, ach so, bist du so ein Roter? Nee, ich bin tatsächlich eher grün. Grün ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Ja, bei mir auch. Also in Magic. Ja, in echt fürchterlich. Geschlechtskrankheit für mich, grün. Ah. Aha. Ja. Ein Aaskäfer. Atlaskäfer. Nee, ein Aaskäfer. Atlaskäfer. Na gut, wenn du das sagst. Okay. Oh, okay, jetzt kommen meine Flieger. Okay. Eine Fliegerstaffel. Oh, rot. Okay. Ah. Ah, ja, genau. Ah. Ah. Na gut, da habe ich eine Antwort. Wieder deine Reiterin, oder was? Ne, wobei. Oh. Ich mag die Geräusche nicht, die du machst. Okay. Ne, wir machen das anders. So. Ich mag diese Geräusche nicht. Ah, jetzt kommt ein Spektakel, oder was? Spektakel? Das Ganze hier, Florentin, ist ein Spektakel. Ist es eigentlich eher Flo oder Florentin? Oh, das ist ja auch schon wieder sehr aggressiv alles, ne? Boah. Na gut. Immer ist
ins Gesicht rein! Warte mal, ich muss mir kurz nochmal diese Karte hier durchlesen. Ach so. Ja, lies mal durch. Boah. Yep. Die ist tatsächlich sehr fies. Dann gibt's jetzt Todesberührung. Der trampeln, das heißt, den hier block ich. Okay. Puh. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt auch was Dickes. Ja, gut. Ja. Ui! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr stressig für mich, dass ich nur noch... Ah, nee. Klar, glaube ich, das ist keine Anti-Air oder was? Anti-Air? Schöne Flak. Boah, du ballerst hier aber auch raus. Na klar. Ey, dieser Käfer, der soll aber jetzt mal, also... Nee. Ja. Yep. Das ist der Käfer. Okay. Wie machen wir das? Ja, das ist die Frage. Erzähl doch mal. Boah, das ist aber tough. So. Ne? Ja. Ist ein interessantes Deck. Krabbelt der Käfer da auf einem Kotelett, oder? Nee, ich glaube, das ist so ein anderes Krebswesen. Ich hab's erst auch nicht gesehen. I defy gods. Boah. Defying you will be easy. Aha. I love to make a splash. Ah, natürlich. Also du gehst auf Kreaturen, die vier oder mehr, ja? Okay. Ja. Ganz genau. Ich finde es so schön an dem Spiel, dass man sieht, wo der Gegner gerade drüber hovert. Es ist manchmal ein bisschen verräterisch, ja. Ach du Scheiße. Na gut. Boah. So, jetzt muss ich erstmal was abwerfen. Was? Ja. Nee, ich überlege, ob ich das jetzt noch spiele, aber. Ach so. Aufblitzen. Spielst du eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich spiele auch auf Deutsch, ja. Ja. Werde auf dem Schulhof immer ausgelacht, wenn ich aufblitzen sage. Ich nicht. Bei mir kennt niemand Magic. So. Bist du in der Yu-Gi-Oh! Klasse? Ja, gefühlt. Habe ich mir aber auch selber eingebrockt. Oh. Ja, was wirft er ab? Oh. Oh. Alles, was du sagst, stimmt mich ruhig, aber deine Geräusche machen mich nervös. Ja, dann. Oh. Boah. Na komm. Boah. Ui. 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 Ich zieh leider auch keinen Mann. Au. Hm.
Würdest du sagen, ich will damit nichts andeuten, aber würdest du sagen, du hast gut gezogen, ne, wenn du sagst, es ist ein neues Deck und bla? Weil das wirkt schon sehr gut. Das wirkt schon sehr gut alles. Ja, aber es gibt schon noch zentrale Karten, die mir fehlen, Alter. Okay. Ja, hier geht. Also da wäre jetzt mein erstes Deck echt gut gewesen. Also jetzt zweimal den Harpunier zu haben, wenn du einen Flieger hast, ist natürlich schon gut. Das gebe ich zu. Ja, ich glaube, er war ziemlich wasted. Achso, jetzt kommt der dicke Flieger, oder was? Ui, Kränkung! Ist die Frage, was machst du jetzt? Willst du ihn opfern? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, dann machst du ja einfach deinen 1-1er weg. Wobei, dann kann der Dicke nicht angreifen. Das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so übel. Ich überlege auch, was ich machen würde. Also mein Problem ist tatsächlich, ich habe nicht genug Mana, weil ich habe jetzt seit längerem kein Mana mehr gezogen. Nee, ich habe leider auch ein bisschen Mana-Probleme. Ich glaube, wir machen einfach alles. Das ist das Schöne an Rankle-Trocken. Der bringt einfach Chaos. Ja, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, mach einfach alles. Ich mach jetzt mal alles. Weil es sieht eh nicht gut aus für mich. Gut. Hey, was hast du nur abgeworfen? Ach so. Dein Card Draw, das ist halt, hättest du nicht, also hättest du wenigstens nicht den Planeswalker, das wäre echt dankbar. Da ist die 4. Oh, nee. Da ist die 4. Jetzt sehe ich einen Mana, wo ich es nicht. Oh nein, Alter, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Was ist denn sein scheiß Problem? Ich glaube nicht, dass du was im Deck hast, was dir noch ein 1-1er bringt. Es sei denn die gleiche Karte nochmal. Weil ich glaube, du wirst jetzt hier nicht mit Tokens kommen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage opfern, dann hast du da nicht so viel verloren, weil du einfach dann den Dicken wegmachst. Karte abwerfen ist cool. Karte ziehen, Lebenspunkt verlieren. Das Ding ist, Rankle ist eh getappt und es ist hier ein Race. Ja, sieht nicht gut aus, Max. Okay. Warte mal.
So. Jetzt muss ich ein bisschen beten. Praise the Lord, so. Das ist wahrscheinlich over. Es sei denn, ich ziehe eine Karte, die ich viermal im Deck habe. Let's get moving. Leider nein. Ja, immer diese eine Karte, die sind aber ganz unten, die untersten vier Karten. Ja. Aber nein, nicht der! Du weißt, dass ich den nicht mag. Und trotzdem spielst du ihn aus. Das bin ich dir wert, oder was? Ranker, ey, du hast es genau gesagt, ey, es bringt einfach Chaos. Ja. Egal welche Pläne du schmiedest, immer macht er alles durcheinander. So. Ah! Bitte! Der hat ja auch Trampeln, ich bin so ja, dumm! Ja gut, aber hätte eh nichts verändert. Doch. Ich hätte mit Rankle nicht angreifen können, dann Ritter boosten. Scheiße. Ah, ich habe vergessen, dass diese Hüterin da auch Trampeln hat. Ja, da habe ich verloren. Ja. GG. Ja, aber ich will ein Rematch. Ich will, also nicht jetzt, aber wir machen ein Rematch. Ey, auf jeden Fall, gerne. Ey, war echt ein gutes Spiel. Ja, mit mega. Drei Lebenspunkten am Ende. Krass. Ja, das letzte Match hier, sowas hätte ich öfter gern gehabt, Florentin. Du, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Rot so gut funktioniert. Ich dachte, ich will dich so ein bisschen in sanfte Wasser führen und damit meinem letzten Deck überrennen. Aber ja, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und können wir auf jeden Fall gerne wieder machen. Ja. Und vielen Dank für die Einladung, dass du dabei warst. Ja, danke, dass du angenommen hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. War ein erstes Aufeinandertreffen. Ja. Ich gehe als Verlierer. Die Schlacht hast du gewonnen, den Krieg nicht. Ich gehe als Verlierer vom Platz. Aber ich werde zurückkehren mit, ich sag mal, anderen Decks. Okay? Absolut. Und ich habe große Angst davor. Und vielleicht habe ich an dem Tag dann leider keine Zeit. Ja. Und werde mich als unbesiegter Champion zur Ruhe setzen. Aber nein, machen wir auf jeden Fall. Er hat großen Spaß gemacht und ja, hau rein, bis dann. Wir ja, dann bin ich raus. Mach's gut. Tschüssi. Ciao, dankeschön. Hier ist Arschloch. Blödmann.